They brought Darko Brevic into the country for me. This is almost over. I'm going to finish it. Nico, you can't do this alone. I'm coming with you. Come collect me from Firefly Island. All right. Wait there for me. Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ich habe den Part gerade beendet, dann kam noch ein Anruf für Roman und dann habe ich einfach direkt wieder die Aufnahme gestartet. Da unten ist er, okay. Und die Mission, mache ich für die Spezialmission, weil Jewel Paper, den kennen wir ja schon. Und jetzt geht's Darko Brevic an den Kragen. Das ist nicht so perfekt gelaufen. Ich glaube, die Karre wird nicht mehr so lange durchhalten, so wie es aussieht. Ja, turn left. Wir ziehen schon ein bisschen nach links wieder, ist nicht so gut. Ich glaube, es ist ja so viel Stau schon wieder. Ich glaube, ich sollte den... Vor allen Dingen, alles ist frei. Ich fahre der vorbei, sie zieht rüber. Alles, die ganze Zeit hätte sie rüberfahren können. Und einfach auf ihrer scheiß Spur bleiben. Es gibt keinen Sinn, dass sie da rüberfährt. Was macht sie? Sie fährt rüber. Ich hasse diese Taxifahrer. Ja, überholt, immer Mango. So, dann driften wir noch einmal rum. Wieso habe ich jetzt nochmal Sterne bekommen? Nur weil ich zwei Leute erschossen habe? Du Mango, ey. Kaputtgeschlagen habe ich dich. So, hier machen wir nochmal richtig Musik an. Wenigstens der war nicht komplett zerstört wie unserer. Ach, Firefly, was macht Roman überhaupt hier? Komm, steig ein. They are bringing him to the cargo bay at Francis International. I do not want to be late after I've waited so long. Oh, bin sogar direkt richtig gefahren. Oh Gott, nicht schon wieder diese Stelle, wo ich explodiert bin, wo ich dann neu geladen habe. Ich gerade bearbeitet, dachte ich, bin nur einmal gestorben. Und dann so, oh, nee, ich bin zweimal gestorben zusammen. Und da habe ich neu geladen, deshalb steht es in der Statistik nicht. Yeah.
remember me? Pusteme. Ne poznajem te. I don't know you. Yes, you do. I'm the one who survived. Lego. No. Reci mi zašto. Zašto? Zato što smo bili prijatelji. Svi smo odrasli zajedno. Mitar, Dragan, Goran, Mio, mogu da nastavim, Sfio, a? We were friends, but I am never friends! Friends dead, Goran, and his guys killed. My fucking neighbors! Because of what? Because of shit! Lies! Fucking lies! So that makes it okay? To stab your friends in the back? Yeah? Nee. Make strange choices. Fuck you! Strange choices? How much? 1,000. You kill my friends for $1,000. How much did you charge to kill someone? Ruined me, you fuck! I needed the money. I had problems. You're a fucking junkie. Kill me then. Mach ich auch. You fucking hypocrite. Just me. You're doing me a favor. Ah! Nico, come on. Look, let's go. Let him suffer. He knows what he did. He doesn't look like he enjoys life too much. Okay, come on. You piece of shit! That was for everyone! That was for me! Okay, Nico, it's over. It's all over now. Leave him there. We should go, before anyone turns up. Will you take me over to Brucey's house? Nee, danke. Brucey kotzt mich die ganze Zeit schon an. I'm turning this shit off. I can't take listening to those annoying ads and DJs right now. Sorry. There you go. Got your revenge. How does it feel? I don't know how it feels. I'm trying to take it all in. This is the moment you can wait. I mean, I don't know. I feel empty, okay? I feel empty. It's something. At least. No, wrong. It's nothing. The emptiness is what I was trying to get rid of by finding Darko. I've been empty ever since that day. I thought that revenge, killing Darko, might fill me up a bit. Might give me some substance. But it hasn't? No. It hasn't. Does that make you happy? Of course it doesn't make me happy, but maybe this is good for you. Maybe now that you know that revenge is not what you are after, you can look for fulfillment in other places. Healthy ones. Maybe. Maybe. I don't know. Ach, hier waren wir lang nicht mehr bei Brucey. War doch besser so, ich mag den Typen echt gar nicht. Nicht umfallen, Auto. Was ist denn los? Okay, sind wir gleich da?
Niemanden umbringen? No, I need to be alone. Thank you for being with me, cousin. Do not mention it. Call me, Nico. The wedding is soon. Ich rufe dich nicht an, dummer Mango. So, dann haben wir das auch geschafft. Dann gucken wir nochmal kurz den. Jetzt kommt wieder der traurige Sound. Dann gucken wir nochmal kurz die Statistiken und sehen, dass wir Jimmy auch schon fertig haben. Gambetti, wir haben eigentlich alles jetzt fertig. Peggy haben wir praktisch keinen Respekt und keinen Dings. Drain ist tot. Roman. Bei Roman kommt jetzt noch eine Mission. Florian, I thought you should know. Darko is dead. He's finally paid for his crimes. That's good to know, Nix. You should let go of it now. You have a new life in America. Forget the past. Sometimes I think my past is all I got. So long. You look after yourself. Okay, machen wir. Okay, jetzt haben wir noch 9 Minuten Zeit. Was machen wir 9 Minuten? Wir haben keine Mission, wir haben nichts zu tun. Können wir eigentlich rein? Ja, können wir. Dann rufen wir Roma mal an. Um 23 Uhr. Wenn irgendwas losgeht. Das hat schon mal nicht geklappt. Das klappt immer noch nicht. Hey, er hat für mich bezahlt. Ist doch alles okay und gut. Ja, scheiße! Oh Gott. Aber immerhin habe ich das Auto noch in die Auffahrt gepackt. Er ist doch tot. Ich bin doch gerade erschossen oder nicht? Oder hat er eine Kugel überlebt? Okay, und was machen wir jetzt? Ich hab den Cops geholfen und trotzdem wollen die mich hier töten. Die Cops haben wir auch fertig, also eigentlich können wir nichts mehr machen. Nur so mit irgendwelchen Leuten abhängen, aber das ist auch irgendwie ein bisschen ausgelutscht in der Zeit. Vor allem mit Brucey. Der ist alle 20 Sekunden macht, der alle 20 Sekunden was machen möchte. Ich meine, würde es jetzt nicht so lange dauern, diese ganzen scheiß Tauben zu töten, vor allem 200 Stück, dann würde ich sie vielleicht 100% erwägen, aber ich habe keinen Bock, 200 Tauben zu töten. Deswegen war jetzt sind nur noch irgendwie 185 oder so. Okay, wir haben jetzt nichts mehr zu tun. Das heißt, wir können zum Apartment fahren, dann nochmal speichern von Hand und dann gucken, ob wir einen Anruf bekommen. Wir kriegen jetzt andere Pecorino. Doch noch eine Jimmy-Mission, hab ich mir fast gedacht. Wurde sie wieder zurückgesetzt? Statistiken? Nein, immer noch nicht. Komisch. Müllauto!
Vor allem, warum ist so diese behinderte Mautstelle? Das ist komplett sinnlos. Vor allem, die gibt es ja irgendwie nur an einer, wenn man von der ersten Insel auf die zweite oder auf Bowhand fahren möchte. Ansonsten ist es so kompletter Quatsch. Man kann doch unten von der ersten Insel einfach rüberfahren, ohne eine Maut zu bezahlen. Da bin ich falsch gefahren. Gut gemacht, Freddy. Typischer Taxi-Move. Das ist der Club von Phil, oder? Gehört der Jimmy auch. Also wahrscheinlich gehört der Jimmy auch, weil Jimmy ist ja der Boss von Phil. Moin! One last thing. Ich hab gerade mein Mikrofon ein bisschen gehauen, falls man es gehört hat. Ich schreibe Wodka mit V, weil es sich cooler anhört. Wo sind die Rocks? Da sind gar keine Rocks drin, Mango. Halt deine Fresse, ich würde mir jetzt direkt den Kopf stechen. Die Musik ganz schön laut. Los, kein Schild, nur mal Mango. Da denkt der, kann mir was befehlen. Na, nehmen wir das Taxi, das sieht am besten aus. Weg von der Tür. Ja, das hab ich schon gesehen. Wieder irgendein Gespräch, drückt gerade F. Das ist echt scheiße gemacht. Roman. Gut, wir werden auf jeden Fall erschießen.
Aber ich würde sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.